Menschen werden keine Engel. Engel sind andere Schöpfung. Allerdings gab es zwei Ausnahmen. Über eine dieser beiden Ausnahmen möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich über den Erzengel Sandalphon, der einst als Mensch lebte und zu einem Erzengel wurde. Heute wirst du alles über diesen großartigen Engel erfahren, was für dich wichtig ist. Hallo, du wundervoller Erdenengel und herzlich willkommen zu Engel TV, wenn ich heute Erzengel Sandalphon für dich thematisieren darf. Ich freue mich sehr, wenn dich dieser Engel interessiert. Sein Name bedeutet so viel wie Bruder oder Bruder Gottes. Dementsprechend ist seine Energie auch so, ne? Er ist sehr brüderlich, sehr warm, sehr weich und sehr sanft von seiner Energie, wenn ich ihn wahrnehme. Erzengel Sandalphon, dort heißt es, der Prophet Elias gelebt. Weil er sein Leben Gott so arg gewidmet hat, hat Gott entschieden, ihn als Erzengel zu entrücken und ihn in den Erzengelstand anzuheben. Sowas ist tatsächlich nur zweimal passiert, nämlich einmal bei Erzengel Metatron und einmal bei Erzengel Sandalphon. Es gibt zwar aufgestiegene Meister, also Engel, die den Aufstieg Menschen, die den Aufstieg schaffen und somit die Ego-Überwindung vollkommen hinkriegen, aber eine Förderung zum Engel sozusagen, die gab es nur zweimal. Im göttlichen Sinne, nämlich bei Erzengel Sandalphon und bei Erzengel Metatron, über den ich an anderer Stelle nochmal sprechen werde. Aber heute geht es um Erzengel Sandalphon. Er ist der Engel der Musik und der erhörten Gebete. Erzengel Sandalphon ist ganz großartig. Er kann dich mit göttlicher Musik, mit göttlichen Klängen heilen. Er kann Engelchöre für dich singen und spielen lassen, die zum Beispiel Schlafstörungen lindern können. Er kann dich führen für Musik, die deine Seele erquicken lässt, die wirklich dafür sorgt, dass diese Musik den größten Heilnutzen hat. Wenn man betet, holt Erzengel Sandalphon die Gebete bei dir ab, bringt sie zur göttlichen Quelle, trägt sie also direkt zu Gott. Natürlich, vollkommen klar und unverfälscht. Die Gebete kommen also genauso bei Gott an, wie du sie gesprochen hast. Aber Erzengel Sandalphon trägt sie dann zu Gott und bringt die Antworten der göttlichen Quelle dann auch zu dir. Und dementsprechend ist er ein ganz, ganz starkes Bindeglied, wenn es um die Verbindung zu Gott geht. Erzengel Sandalphon, wie gesagt, ist sehr weich, sehr sanft, sehr warm. Ich liebe ihn von seiner Energie sehr, sehr, sehr. Und ich habe auch einen kostenlosen Artikel für dich geschrieben über diesen Erzengel, wo du noch viel mehr erfahren kannst und auch erfahren kannst, wie du mit diesem Engel genau arbeiten kannst. Diesen Artikel findest du unten im Beschreibungstext oder hier oben unter dem i. Einfach mal draufklicken und mal schauen, mal genau lesen, wer Erzengel Sandalphon war und ist und wie du dich mit seiner großartigen Energie verbindest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über deinen Kommentar. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, Licht und Liebe und Gottes Segen. Euer und dein Udo Golfmann. Tschüss!